Good morning, everybody, and welcome to our Monday session. As usual, I am Todd, but today I've come with a guest. Maren is not here today, but for those of you who have been with us in the past, you already know Genevieve. Genevieve, would you like to shortly introduce yourself? Sure. Good morning, everybody. Great to be back. So a few of you have already met me virtually, but for those who haven't, my name is Genevieve. I'm from Ireland, but I live in Berlin. A long, long time ago, I studied linguistics and psychology, and I've been a trainer, an English trainer, for a long time. But I work with Todd at Babbel now, and I'm responsible for the business English courses at Babbel. And I also have a family. I have a husband and a daughter, and she's 4, and she's bilingual. So she's learning German and English at the same time. Lucky duck. Und bevor wir mit unserem Thema anfangen, müssen wir auch sagen, warum Maren nicht da ist. Sie hat nämlich heute Geburtstag und wer weiß, vielleicht schaut sie gerade zu. Also könnt ihr gerne Maren Happy Birthday in den Kommentaren wünschen. Und ja, viele von uns kennen ja schon Happy Birthday, aber was kann man sonst sagen? Also hier sind ein paar häufige Ausdrücke auf Englisch. Also wir haben Happy Birthday. Wir haben Wishing you all the best on your birthday. Vielleicht kennt ihr das auch. Wir können auch Hope you have a wonderful day sagen. Und ein sehr typisch irisches und ich denke auch amerikanisches ist Have a great one. Have a great one. Mm-hmm. Yeah, we also say in the US, we would say just if you want to wish someone a good day, you just say, have a good one. Have a good day. It's a little bit like truce as well. Truce. Yeah. And yeah, we can also say HBD. And when I say we can say it, we don't really say it, but we can write it. So if you're writing an email or an SMS text message, then you might say HBD to mean happy birthday. Ja, und das ist sehr apropos unser heutiges Thema, nämlich Abkürzungen oder zu Englisch Abbreviations. Ja, und auch ganz kurz für diejenigen, die bei uns noch nie geschaut haben, wir kommen immer am Montag mit einem neuen Thema für euch, wo wir so ein Deep Dive oder einen detaillierten Blick in einem Thema machen. Und ja, am Ende haben wir auch ein kurzes Quiz für euch, wo ihr dann ihr Wissen ein bisschen austesten könnt. Also, Online Language und Abbreviations. Ja, warum sollen wir die lesen? Ja, aber bevor wir mit dem Thema anfangen, wollen wir ein bisschen brainstormen. Kennt ihr schon ein paar Abkürzungen schon auf Englisch? Wir haben schon ein paar erwähnt, auch in unserem Preview haben wir ASAP benutzt. Ich glaube, im Deutschen benutzt man sogar ASAP. Vielleicht könnt ihr das auch sagen. As soon as possible. Oder noch ein Beispiel, was sehr bekannt ist. Von den sozialen Medien haben wir auch LOL. Vielleicht kennt ihr das auch. Da schreibt Sabina ein sehr schönes OMG. Das werden wir auch später sehen. Sehr gut. Kennt ihr auch andere Beispiele? Ja, noch ein Beispiel ist approx für approximately. Ganz gut, ja. Und das werden wir auch vielleicht ein bisschen erwähnen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Abbreviations, Acronyms und so weiter?
vielleicht haben wir Zeit am Ende, das ein bisschen zu diskutieren. PM, AM ist auch ein sehr gutes Beispiel hier von Fabian. Ja. Das sind auch ganz häufige Abkürzungen. Cool. Also was wollen wir eigentlich heute diskutieren? Erstens wollen wir diskutieren, warum wir sie lernen sollen. Aber wir werden auch schauen, was sie bedeuten und wo sie benutzt werden. Und wir werden auch sehen, dass die Bedeutungen nicht immer selbstverständlich sind. Das heißt, wir können ja ganz klar sagen, diese Buchstaben bedeuten das und das. Aber wann wir sie benutzen, ist immer nicht hundertprozentig klar. Genau. Also fangen wir dann vielleicht, Genevieve, kannst du erstmal erklären, warum wir sie lernen müssen? Also natürlich ist das informelle Sprache, sozialen Medien und so weiter, aber warum sind sie noch wichtig? Ja, sehr gerne. Also erstens kommen solche Abkürzungen immer häufiger vor. Also they're not going anywhere. Wir müssen die lernen, also die bleiben. Und wir kommunizieren immer mehr, also so schriftlich online. Und genau, wie in der gesprochenen Sprache, wollen Sprecher immer effiziente und kreative Methoden finden, um Gedanken zu vermitteln. Und also als wir früher unsere alten Nokia-Handys für SMS benutzt haben, war es ja viel schwieriger zu tippen, so viel langsamer. Und dieses Streben nach Effizienz ist mit Smartphones und Laptops geblieben. Und dieses Gebrauch von Abkürzungen gilt nicht nur für die sozialen Medien wie Facebook, Instagram und so weiter, aber auch für eher formelle Situationen wie auf dem Arbeitsplatz, wo Texten und auch also sehr häufig vorkommt. Außerdem lassen sich lange Wörter oder Wortgruppen viel einfacher und schneller merken, schreiben und aussprechen. Also nimm zum Beispiel HR oder CEO. Es wäre wirklich ärgerlich, wenn du dir jedes Mal Human Resources oder Chief Executive Officer schreiben müsstet. Also es ist viel effizienter, die Abkürzungen zu nutzen. Und also wenn ihr auf Englisch schriftlich kommunizieren wollt, dann würdet ihr bestimmt solche Formen begegnen. Genau. So, I've spoken long enough now, Todd. Wie machen wir weiter? Ja, cool. Und ja, zwischendrin haben wir auch viele interessante andere Beispiele von euch bekommen, was ganz cool ist. Ich sehe hier auch RSVP, was eigentlich aus dem Französischen kommt. Vielleicht ist dein Französisch besser als meins, aber Respondez, s'il vous plaît, ne? So richtig? Ja, Respondez, vous, Respondez, s'il vous plaît. Respondez, s'il vous plaît, ja. Genau. Und wir haben eine Art Verkürzung mit Cell für Cellphone. Und auch hier von Elizabeth, der Gebrauch von Nummern ist auch ganz häufig mit For You. Ja. Ist auch super interessant. Genau. Oder EG. Ja, das sind alle coole Beispiele. Ja, schauen wir, was wir für heute mitgebracht haben. Und zwar haben wir ein Gespräch, also ein Gespräch zwischen uns, Genevieve und ich, wo wir unsere heutige Session geplant haben. Und wir haben das schriftlich gemacht in unserem Tool bei der Arbeit Slack. Ja, also das ist so ein Chat-Tool, wo wir SMS hin und zurück schicken können. Und was wir heute machen, wir versuchen was Neues hier mit den Kommentaren. Ich versuche die Zeilen hier in Real-Time einzufügen und euch zu zeigen. Ja, das Ding ist, wir lesen vor ein schriftliches Gespräch. Das ist ein bisschen künstlich, weil man das normalerweise nicht immer aussprechen würde, aber das ist vielleicht gut für euch, einfach zu üben ein bisschen und diese Kurzformen ein bisschen zu begegnen. Also, ja, fangen wir einfach an. Das ist auch ein bisschen Hörübung für euch. Wir werden ein bisschen mehr Englisch als normal sprechen, von hier bis zum Ende. Also nutzt das einfach als Chance, ein bisschen mehr Englisch anzuhören. Und wir werden immer wieder versuchen, die Sachen auch auf Deutsch zu sagen. So, los geht's. Ich fange an mit
Genevieves Zeile. Okay, und hör zu. Hey Todd, FYI, Maren let me know that she will be on vacation next Monday. Oh, I had no idea she was going to be OOO next week. Thanks for letting me know. Well, I guess I have to find a guest speaker then. Are you interested? Sorry, Todd. BRB, the DHL person just rang the doorbell. Okay, I'm back. Yes, I would love to. Okay. Perfect. BTW, I heard you did a great job last time, so don't make me look bad. LOL. OMG, I was so nervous at first, but you and Maren have a really great audience. I had a lot of fun last time. Well, great. Thanks so much for helping out. Let's set up a meeting, MTG, ASAP to prepare. Cool. Okay. So right. That was our conversation. We saw lots and lots of abbreviations in there. Genevieve, do you want to start by talking us through the first line? Sure, can do. So we saw lots of abbreviations in there, and we're going to take each line and explain each of them. But let's see if you already know what they mean. And just so you know, it's really cool that, I mean, Todd already mentioned this, that there's some abbreviations that you can look at the exact meaning of each of the letters and the words, but how we use the abbreviations can be quite different. So let's see. So the first line was, Maren let me know that she wouldn't be there next Monday. Mm-hmm. So here we have the abbreviation FYI, for your information, is the translation. So it basically means we're giving someone a piece of information. But why do we actually need the FYI here? Why does Genevieve put the FYI at the beginning? And the interesting usage here is that she doesn't really expect an answer here. She's just saying, here's some information for you. You don't have to respond. Also ganz kurz zu Deutsch. Wenn man eine Antwort erwartet, dann würde man das eher nicht dabei haben, dieses FYI. Man sagt das nur, ja, hier ist Informationen für dich und du kannst damit machen, was du willst. In diesem Fall habe ich tatsächlich eine Antwort gegeben, aber das war nicht von Genevieve erwartet. Also sehr cool, wie das da funktioniert. Cool. Let's look at the next one. So here we have, yeah, oh, I had no idea she was going to be OOO next week. So here is an important point. You would never say, man würde nie sagen OOO mündlich. Das würde man nie sagen, aber ganz okay. Ja, FYI sagt man wohl, OOO not. Yeah. Yeah, it sounds very strange. Klingt sehr komisch. So OOO, it's a pretty clear one if you look at each of the words. So this has also become very common when you're writing at work, and it means out of office. So I'm not in the office. I could be on vacation, I could be sick, or any other reason that you're not in the office. So out of office, OOO. Uh-huh. But it's just a nice neutral way to say that you're not at work and you don't need to give a reason. So it's a very, very useful abbreviation. Aber wie gesagt, OOO sagen wir eher nicht in der gesprochenen Sprache. Sehr wichtig. Ja. Genau. Okay, nächste.
BRB, the DHL person just rang the doorbell. Cool. So this is another really common one, both at the workplace, also auf dem Arbeitsplatz, but also in social media or whenever you're chatting. So very often in a conversation, you simply have to leave the computer. You have to go to the door, you have to go to the bathroom, you have to do whatever. And BRB is be right back, written out. I'll post it real quick. Ah, yeah, Sabina is on the ball for me. Thank you. But Sabina wrote here, be right back, BRB. And this is super useful if you're chatting with someone and you just want to say, I'm not going to answer right away. I need a minute. Yeah. And it's pretty polite. So you can even just write BRB, nothing else, just BRB. And then the person on the other side knows, okay, they're up to something. They'll be back soon. So, super useful. Cool. Let's go to the next line in the text. There we go. So this one is perfect. BTW, I heard you did a great job last time, so don't make me look bad. LOL. So here we have two abbreviations. Yeah, so BTW, this is an interesting one. So this is, oh, Beatrice, yes, by the way, excellent. Yeah. It's a very, very useful one. At work, it means by the way, übrigens in German, and it's just a good way to add some extra additional information. And this, it originated in the written form, but more and more people use it in the spoken form. So we would say BTW in spoken English. And LOL is the other one, and this is one of Todd's favorites. it's an older abbreviation. It's been around as long as texting, yeah. Texting has been, and it literally means, so ganz ganz direkt übersetzt oder beschrieben ist laugh out loud, ha 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 ha, so laut lachen. But its meaning has changed. So here, Todd isn't writing to me going, ha, 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 ha. He writes LOL because he wants me to know he's only joking, nur ein Scherz. It's like an inside joke for him. And I wanted to share with you all a little story about LOL and why you should be careful with some of these abbreviations you need to understand before you use. Ja, es ist eine Geschichte über eine Freundin von mir. Sie schickte ihrem Vater ein SMS, um zu fragen, ob es den Familienhund nach einer kleinen Operation gut geht. Und ihr Vater antwortete, I'm sorry, darling, Rover the dog is very ill and will probably die soon. LOL. That. Also, es tut mir leid, Liebling, Rover, der Hund ist sehr krank und wird wahrscheinlich bald sterben. LOL. Also, meine Freundin war schockiert und verwirrt. Also, warum sollte ihr Vater darüber einen Scherz machen? Sie rief ihn an und es stellte sich heraus, dass ihr Vater dachte, LOL, lots of love. Also. So Vorsicht. So the lesson is LOL does not mean lots of love. It means laugh out loud. Yeah. Genau. Das ist cool. Eine coole Geschichte. And we have, I mean, I mentioned that LOL does not mean someone is going ha 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 ha, but now we have newer abbreviations that do mean that it's, I read this joke and I really did laugh out loud when I read it, and instead of LOL, if you really are laughing, you can say LMF.
L-A-O. Laughing my... I don't know, what is the other word, Todd? Something off. Yeah, we're censoring ourselves here. so you can guess what goes in there. But what for me is super interesting is that you have this... So LOL used to mean I am actually laughing. And then speakers kind of started using it so often that it lost its power. It lost its strength. Yeah. And then speakers come up with a new, stronger form like this to actually get back to the original again, which I find just very, very cool. It really is. And we actually have one other one that we didn't talk about that's stronger than LOL, and that is ROFL, for rolling on the floor laughing. And both of these then can sort of mean I am actually physically laughing right now. But LOL, yeah, it's a very fun one. It's very cool. And I think it shows, ganz kurz zu Deutsch, es zeigt, wie schnell diese Verkürzungen sich verändern. Und daher müssen wir immer so erneuern und unser Kenntnis, unser Wissen über diesen Verkürzungen. Genau. Und Muttersprache, es ist auch wichtig, ja. Eben, ja, genau. Und zum Beispiel, wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, dann stellt sich heraus, dass ich auch ganz alt wirke. Also je älter man ist, je weniger kann man hier mithalten. Keine Ahnung, ja. Genau. Also das ist ziemlich schwierig, ja. Okay. Ja, ja. Cool. So, let's move on with the next line of our conversation. OMG, I was so nervous at first, but you and Maren have a great audience. Yeah, so here's the line. So OMG was already mentioned above. Oh my God, or oh my gosh, is the direct translation. This is also quite informal. So you would definitely use this with friends. You could also use it with colleagues, I think. I've definitely used it in our work chat as well, so it's not too inappropriate. Basically, there's two different meanings for this, or uses, rather. One is just to add emphasis to the entire phrase after. So in this case, what is Genevieve saying when she says, oh my God, I was so nervous at first, OMG? She's just emphasizing, strengthening, I was so nervous. I was really, really nervous. The second usage is just as a sort of reaction. So if someone tells me something that's super surprising or unbelievable, then I can just write OMG by itself. And I have a little example here. You can even add additional emphasis to some of these shortenings by putting a period in between. So person A says, did you hear that Bobby ate a cockroach, a kakalaka, when he was in Thailand? And then person B says, OMG. So just showing extreme surprise, I cannot believe it, something like that. Yeah. So kind of interesting here as well, we have a literal translation, oh my God, seems simple, but we have several different places where we can use it. Kind of cool. Nice. Okay. Ew. Monday morning. Todd. Cockroach. Okay. Cool. And finally, we have ASAP. So this is, it's an abbreviation, but you can also use it in quite formal settings in work. It's definitely possible. And it means Beatrice is so quick, as soon as possible. And this is an interesting one. So we can say ASAP or ASAP. And we think that German speakers also use this ASAP and FYI. So maybe some of you can tell us, do you use these in German? Like, do you say, also sagt ihr ASAP oder
FYI auf Deutsch? Könnt ihr uns sagen? Ja, da haben wir ein paar Referenzen gesehen, wo ASAP und FYI drauf standen, auch als deutsche Verkürzungen. Aber ja, also ich denke mehr als ASAP gehört und nicht ASAP, aber vielleicht bin ich falsch. Ja. Aber ich habe auch so eine ganz, ja, übernommen. Ja, übernommen. Okay, super. Cool. Und ich habe das auch, also das ist nur ein ganz extra Beispiel. Also auf Englisch, wir haben, benutze ich nicht im Deutschen. Okay. Also manchmal schon, manchmal nicht. Ja, interessant. Okay. Ja, ich habe so ein anderes Beispiel. Also kennt ihr das? Also auf Englisch sagen wir VIP und es heißt Very Important Person. Aber ich habe das auf jeden Fall auf Deutsch gehört als Wort, also VIP. Und ich war total verwirrt. Was ist ein VIP? Hä? Das ist ein VIP-Lounge oder ein VIP dort. Und ja, ich denke auf Deutsch, man nutzt es mehr als so ein Wort, als VIP. Aber auf Englisch sagen wir VIP nicht. Also sagen wir wirklich die Buchstabe VIP. Mhm. Nur als ein Tipp. Ja, das ist auch witzig, dass man lernen muss, wie man die auch sagt. Also wie man diese Verkürzungen auch sagt. Also hier würde man erwarten, VIP, genau wie ASAP, würde man denken, ja, man liest es durch irgendwie. Genau. Aber bei VIP sagt man immer die drei Buchstaben VIP. Ja. Witzig. Sehr witzig. Und ja, we were also just very curious, neugierig, about how long some of these abbreviations have been around, how long have we used these abbreviations. And Todd introduced me to this wonderful site called Ngram. It's Google Ngram, and there you can type in a word and you can see how often it was used at a certain period of time and which time used this word the most. And it was interesting that ASAP and FYI have been used since the 1950s. I mean, this to me, I thought this was from the 90s maybe, but it's from the 1950s, and they were very popular in the 1970s and 1980s. Ja. Ja, sehr cool, dass wir diese Verkürzungen, die ein bisschen älter sind, auch reflektieren in diesem Tool, Ngram, auf Google. Und dann, wenn man solche Sachen wie LOL oder LMAO, also die anderen, die eher mit sozialen Medien verbunden sind, dann sieht man sie hochgehen so in den 90er Jahren oder sogar in den, wie sagt man das auf Deutsch, in den Nulljahren, weiß ich nicht, in the Noughts, wie wir auf Englisch sagen. Naughty, sagen wir, oder? Ist es so cool? Ja. Ich nutze das nicht. Ja. The Naughties. Ja, cool. Ich habe auch hier übrigens eine Frage von Fabian gesehen. Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar haben wir auch eine Verkürzung benutzt, das wir nicht diskutiert haben, und zwar MTG. Und er hat recht, Fabian hat recht, ein MTG ist ein Meeting, genau. Und das ist super häufig, wenn Englisch die Sprache von der Arbeit ist, sieht man das sehr oft, Meeting, MTG. Und ich habe gerade gesehen, Todd, Sabine und Birgit sagen, Nullerjahre für Nordis. Nullerjahre. Sehr gut. Ich habe auch was heute gelernt, das freut mich. Ja, ich auch. Ja, gut. Also wir haben schon viele Abkürzungen gesehen. Wir werden gleich auch dann mal ein Quiz machen. Aber erstmal wollte ich fragen, ob wir welche vergessen haben, wo ihr eins kennt oder eins Bescheid sagen wollt, hier in den Kommentaren. Und ansonsten hatte ich noch ein paar ganz kurze, die ich unbedingt euch zeigen wollte. Also wenn ihr neue habt, könnt ihr einige in den Kommentaren schreiben. Sonst mache ich ein paar hier. Ja, und wenn ihr so eine Abkürzung gesehen habt und habt keine Ahnung, was es bedeutet, ihr könnt das auch reintippen. Und vielleicht wissen wir, vielleicht nicht. Eben, genau.
Also hier sehe ich schon ein paar. To you. Also wir haben schon for mit der Nummer, also mit der Zahl 4 gesehen. For. Aber mit to benutzt man auch sehr oft die Zahl 2, was cool ist. But Sabina, I have never seen OTP. I'm glad that you have explained it on the phone. Todd, have you seen that one? Das ist auch für mich neu. Wow. Ja, also wir lernen auch unsere eigene Sprache heute. Sehr gut. Ja, HQ, Headquarters, für die Arbeit auch ganz wichtig. Ja. Also diese, die für die Arbeit nützlich sind, sind für mich die wichtigsten, wenn man Englisch lernt, weil da kann man die entweder mit Freunden oder an der Arbeit benutzen. Genau. Also hier haben wir noch ein paar super nützliche Verkürzungen, die man sehr oft sieht. Und zwar erstmal IMO or IMHO for in my opinion or in my humble opinion. Humble bedeutet, ich glaube, auf Deutsch bescheiden, ja, also ja. Ja, und die benutzt man einfach, wenn man eine Meinung geben möchte. Sehr, sehr nützlich beim Chatten oder Texten. Wir haben noch was für die Arbeit, und zwar WFH. Also für uns heutzutage, jetzt in der Pandemie, ist das besonders nützlich und hört man sehr oft. Also zurzeit sind fast alle jetzt zu Hause arbeiten, aber working from home, work from home. Man kann das entweder als Verb oder als Nomen benutzen. Und Ralf hat COD. Check on delivery. Ah, das ist neu. Ja. Also das ist auch sehr gut. Ja, gehen wir hier ganz kurz durch. CV von Fabian, Curriculum Vitae. Das ist so wie ein Lebenslauf, ja, CV. Auch super häufig hier von Sabine, APT for Apartment, Wohnung. Ja, sehr gut. Und ja, genau, wie gerade erwähnt, COD von Ralf Schachner, das ist eine Zahlungsart, wo man erstmal die Ware bekommt und dann zahlt man danach, erst danach. I'm remembering something from school now. Yes. Thank you, Ralf. Genau. Und dann als letzte von mir jetzt ist auch sehr wichtig hier in der Pandemie, IRL. Also das hört man ganz oft jetzt, weil man ja bestimmen möchte, ob ein Meeting jetzt in real life passiert oder virtuell, also Zoom oder nicht Zoom. In real life heißt face to face, also physisch. Also very important, it can also be used as an abbreviation for Ireland. Sehr wichtig, ja, muss man aufpassen, ob man in real life oder Ireland. Genau. In Ireland wäre auch schön, aber. Ja. Sehr cool, ja. Und dann noch ein letzter von Sabine. Ave for Avenue. Ja, und da haben wir auch ganz, ganz viele Verkürzungen für verschiedene Adressen, Straßen und so weiter. Genau. Oh, sie kommen ganz, ganz schnell noch. Das habe ich auch erwähnt, gerade mit in IRL, in real life, habe ich auch tatsächlich face-to-face gesagt. Und das ist hier, was Birgit postet, F2F, face-to-face. Sehr gut. Prima. Machen wir unser Quiz jetzt? Yay, Quiz time. Ja, lassen wir das machen. Okay, ich poste mal die erste Frage. Ich hoffe, ja. Unser Formatting ist ein bisschen komisch. Hoffentlich könnt ihr das immer noch lesen. Moment. So, Todd sagt, my dog literally ate my keyboard yesterday. Genevieve antwortet, that's terrible. Is your dog okay? Und da haben wir 1, also da fehlt eine 1. 1 ist ASAP, 2 ist BRB, 3 ist LOL und 4 ist OMG. Aha, viele sind für OMG. Sehr gut. Ja,
Es ist gut, dass keiner jetzt, also bisher haben keine 3 geschrieben. Das wäre ein bisschen schlimm, wenn Genevieve sagt, LOL, laugh out loud. Das wäre nicht so nett. Ja, genau. Also hier ist das eine Reaktion. Sie sagt bloß, oh mein Gott, oh wow, that's terrible. Ja, gut. Du hast die zweite? Ich kann die zweite. Okay, Nummer 2. Todd sagt, what do you think of the quiz so far? And Genevieve says, we should write better quiz questions. Was? Ja. Was passt da? Beatrice, sehr schnell. So schnell. Da kommen auch viele andere. Sehr gut. Viele Dreier. Ja. Sieht gut aus. Was denkst du, Genevieve? Richtig? Ja. Richtig. So Genevieve says, I am HO, in my humble opinion, we should write better quiz questions. So ich denke, naja, Quiz ist okay, aber wir können besser tun. Sehr gut. Okay, die dritte Frage. Todd sagt, did you have a good weekend? Und Genevieve antwortet, yeah, we went to a crowded concert and the cinema and met lots of friends. Und hier müssen wir bedenken, was ist die Situation gerade? Also hier muss man ein bisschen auf die Bedeutung von, was Genevieve sagt. Was meint sie eigentlich da? Ja, an diesem Wochenende. Kann das möglich sein? Viele Dreier, ein paar FYIs. Was denkst du, Genevieve? Ich denke, sehr, sehr gut. Also ich bin jetzt in diesem Satz sehr sarkastisch. Es ist sarkastisch gemeint. Also es ist nicht möglich, dass ich zum Konzert gehe, so in diesen Zeiten. So yeah, we went to a crowded concert and the cinema and met lots of friends and we hugged and we kissed. LOL. Not even realistic. Ja. Ja, also hier habe ich auch ein paar Zweier gesehen, FYI. Das könnte auch passen. Also wenn wir nicht gerade in der Pandemie wären und so, dann könnte das womöglich auch passen. Ja. Aber hier ist LOL die beste Antwort. Und genau wie wir früher erklärt haben, hier lacht sie tatsächlich nicht. Sie sagt bloß, ich bin sarkastisch jetzt. Also genau. Gerade was ich geschrieben habe, war sarkastisch. Ja, ja, man könnte auch so eine kleine Emoji dort nutzen, ja. So als klein. Ja, genau. Ja, ja. LOL ist sehr oft so ein, ja, ein, wie sagt man, Knippauge, ja. Ich habe das Niederländisch im Kopf. Okay. Okay. Du hast die nächste? Ja. Sehr gut. Nummer 4. Julie said she would be all week next week. So here you need to pick 2 abbreviations. So yeah. What is missing? Where is Julie? Ja, also die Mehrheit für die 2. Also das wäre dann den Satz FYI, Julie said she would be OOO all week next week. So, for your information, Julie said she would be out of office all week next week. Perfect. Ja, also ganz sachlich. Man würde das auf jeden Fall bei der Arbeit sehen und habt ihr gut gemerkt. Super. Und als Wiederholung, ja, out of office ist super nützlich, nämlich darum, weil man nicht sagt, ich bin krank, ich muss was erledigen, keine Ahnung was, ich muss auf die Kinder aufpassen oder so,
man sagt bloß, ich bin nicht da. Genau. Letztlich. Ja. Cool. Nummer 5. I miss you so much. Let's get together. Mm. Die 1, da fehlt auch wieder mal eine 1. 1 ist IMO, 2 ist BRB, 3 ist ASAP oder 4 OMG. Wow, wow. Wow, wow. Oh, Elizabeth. Yes, yes, yes. Elizabeth fragt, ist das auch out of order? Ich denke, Elizabeth meint, ist das auch out of order? Ah, da oh. Ja, genau. Außer Betrieb kann man auch oh sagen. Habe ich auch gesehen. Ja, echt? Ja, das habe ich nie erlebt, aber das kann gut sein. Ja. In Irland auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Also das muss man dann ein bisschen vom Kontext da auf jeden Fall herausfinden, ob das out of order ist oder out of office. Das sieht man nämlich sehr häufig, dieses out of order auf Maschinen oder Geräte oder Automaten oder sowas, die nicht mehr funktionieren. Das genau. Ist man, ja, genau. Okay. Cool. Eine Super. Letzte. I miss you so much. Let's get together ASAP. ASAP, genau. Okay, und letzte. Todd fragt, hey Genevieve, the lockdown is finally over. Do you want to meet up? Ja, ich und Todd haben uns nie getroffen, also nur virtuell, nur online. Das sind unsere Tage heutzutage, ja, dass man nur virtuell seine Kollegen und Kolleginnen kennt. Ja. Boah, alle haben so gut aufgepasst, mein Gott. Ja, super. Habt ihr sehr gut gemerkt. Das ist einer von den neuen, würde ich sagen. IRL existiert, würde ich sagen, erst seit 5 Jahren oder weniger sogar. Ich auch. Aber hört man mittlerweile sehr, sehr oft. Genau. Cool. Ja, das hat Spaß gemacht. Ihr habt super gemerkt. Ihr kennt euch schon gut aus da mit den Verkürzungen. Ja, gut. Also wie immer, wo haben wir im Moment? Ich glaube, ich habe unser Feedback-Link für euch. Und ich wollte ganz kurz, Todd, wir haben gerade also ein paar Nachrichten her von Ruina, hat uns gebeten, an die Familie Winkler aus Rotten zu grüßen. Hallo, Familie Winkler aus Rotten. Hello and thank you for joining us today. It was great to talk to you today. I hope that everybody learned something today. And yeah, as we talked about these short forms, you may not find them to be your style, but I think it's still super interesting and super useful to know them, especially if you read them somewhere, you won't be lost. You'll at least have an idea of what's being said and you can answer in an appropriate way. So. Thank you very much for joining. And Genevieve, thank you so much for guest hosting today. Thank you for having me. And I also noticed in the comments, Maren was watching the session. So hopefully she saw all of our birthday wishes. Fantastic. And she even said, OMG, fantastic. Thanks for watching, Maren. Thank you for watching, everybody. And have a lovely Monday. And we'll see you next week. Bye, everybody.